Bei IOTA hat sich in den letzten 6 Monaten so einiges getan. Die IOTA EVM steht kurz vor der Veröffentlichung. Außerdem möchte IOTA den RWA-Markt erobern. Wie das Ganze gelingen soll, wie das funktioniert und auszusehen hat, das gucken wir uns jetzt an. Es gibt ein kleines Rundum-IOTA-Update für dich. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Werfen wir doch zunächst mal einen Blick auf die aktuelle Roadmap. Ich werde mich heute insbesondere nur auf 2 Bereiche der Roadmap konzentrieren. Und zwar ist es einerseits die EVM-Thematik bezogen auf Shimmer und auf IOTA. Und im zweiten Schritt das IOTA 2.0 Upgrade, auch bekannt als Coordesite. Ja. Let's have a look back. Und zwar, das Shimmer-Netzwerk wurde bereits im September 2022 gestartet. Shimmer ist total wichtig für IOTA, nicht nur weil es eine Art Community-Netzwerk und Testnetzwerk ist für das IOTA-Netzwerk selber. Nein, es hilft vielmehr auch dabei, die Kernsoftware von IOTA von Grund an mit aufzubauen, indem einfach vorab auf Shimmer viele Funktionen getestet werden und die, wenn sie funktionieren, im weiteren Schritt auf das IOTA-Mainnet übertragen werden. Ein wichtiges Thema diesbezüglich ist eben die Shimmer EVM. Die Shimmer EVM wurde dann ja im Grunde 1 Jahr nach Release vom Shimmer-Netzwerk im Q3 2023 eingeführt. Und kurz nachdem eben Q3 2023 die Shimmer-EVM eingeführt wurde, ich erzähle gleich noch, was die EVM-Funktion eigentlich bedeutet. Das ist irgendwie gar nicht so einfach zu verstehen, vielleicht im ersten Moment. Jedenfalls wurde dann ein Quartal später, Q4 2023, von IOTA angekündigt, dass auch die IOTA-EVM startet. Es wurde dann am 4. April 2024 der Q1 2024 Progress Report veröffentlicht und darin steht auch, dass seit dem 18. März die IOTA EVM ausgerollt ist, und zwar in Form einer Art Soft-Launch-Phase, was bedeutet, dass die IOTA EVM schon draußen ist, aber noch nicht vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich ist, weil einfach noch einige Tools und Anwendungen getestet werden müssen, bevor sie dann auf der EVM vollumfassend freigeschaltet werden. Und wie ein Entwickler von der IOTA Foundation auch geschrieben hat, das ist nicht etwas, was in ein paar Tagen passiert. Das ist einfach ein größeres Upgrade und ich denke, hier ist so die Kombination zwischen, wie lange können wir noch die Anleger und alle Nutzer auf die Folter spannen? Auf der anderen Seite, wie wollen wir die Fehler vermeiden? Das ist ja auch ein Abwägen. Ab wann traut man sich so ein großes Upgrade an, die Öffentlichkeit zu lassen? Und wie sieht's mit dem Koordinator aus, habe ich als nächstes geschrieben. Der Koordinator hängt ganz stark zusammen mit diesem IOTA 2.0 Upgrade. IOTA 2.0 Upgrade, wir erinnern uns, ist momentan im DevNet schon veröffentlicht worden und das hier steht's, Upcoming. Das könnte vielleicht, wir hoffen, dieses Jahr 2024 rauskommen. Ja, IOTA 2.0, auch bekannt als Coordesite, steht momentan laut Report wahrscheinlich geplant für Q2 2024 als Testnetz dann zur Verfügung. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, dass das Testnetz endlich rauskommt und wir warten auf dieses Upgrade schon seit, ich glaube, seit Anbeginn, seit 2018, also jetzt schon mehrere Jahre. Und das ist ein sehr, 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 sehr zentraler, bedeutender Schritt für IOTA. Zentral ist auch das wichtige Stichwort dabei, denn es geht darum, das Netzwerk zu dezentralisieren, indem dieser sogenannte Koordinator, das ist eine Art Kontrollpunkt von der IOTA Foundation, der soll eben abgeschafft werden. Und da wartet man eben schon seit längerer Zeit drauf. Und jetzt soll anscheinend das Testnetz Q2 2024 rauskommen. Inwiefern dann eben das auf das komplette IOTA-Mainnet übertragen wird, das ist noch zu diesem Zeitpunkt, soviel ich jetzt weiß, nicht näher beschrieben. An dieser Stelle, wenn du mehr über IOTA grundsätzlich erfahren und kennenlernen möchtest, das Projekt noch gar nicht kennst, dass ganz viele Fremdwörter für dich sind, Koordinator, wie funktioniert das Tangle eigentlich, was macht IOTA eigentlich,
dann gibt es für dich auf dem Kanal ein IOTA einfach erklärt Video und ein weiteres IOTA von heute und morgen Video. Schau es dir gerne an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die beiden Videos können dir an dieser Stelle helfen, dein Wissen zu ergänzen und zu vertiefen. Wir machen an der Stelle weiter. Und zwar habe ich mich gefragt, was bedeutet der Roadmap-Stand eigentlich für IOTA? EVM-kompatibel zu sein bedeutet, dass das IOTA-Netzwerk endlich Ethereum-kompatible DApps, also dezentrale Anwendungen und Smart Contracts, das sind intelligente Verträge, unterstützen wird. Intelligente Verträge, Smart Contracts, DApps, das ist entscheidend, diese Funktion dafür, dass man Anwendungen für den DeFi-Sektor, also den dezentralen Finanzsektor und den RWA-Sektor entwickeln, bauen kann. Und speziell Ethereum-kompatibel zu sein bedeutet, dass diese DApps mit dem Ethereum-Ökosystem interagieren können. Also man setzt hier auf Interoperabilität, auf die Vertrautheit von bereits lang entwickelten Tools und Ressourcen, was auch letzten Endes die Einstiegshürden für Entwickler senkt, in einem anderen Netzwerk wie zum Beispiel IOTA neue Anwendungen zu bauen. Das heißt also auch im Umkehrschluss, dass wenn sich das weiterhin verzögert, dann könnten damit auch die Erwartungen der Anleger beeinträchtigt werden und auch weitere Ankündigungen, auf die ich jetzt nämlich eingehe, auch negativer beeinflusst werden. Denn die EVM-Kompatibilität steht nämlich im direkten Zusammenhang mit dem zweiten Thema, und zwar dem neuen Accelerator-Programm, womit IOTA endlich in den RWA-Markt expandieren möchte. Kommen wir zum Thema Nummer 2. IOTA möchte den RWA-Markt erobern. Ich erkläre gleich nochmal, inwiefern das mit der Roadmap zu tun hat. Zunächst kurzer Rückblick. In dieser Zeit, wo die Shimmer-EVM live ging, in der Zeit, wo die IOTA-EVM für 2024 angekündigt wurde, das war auch genau der Zeitpunkt, als die IOTA Foundation offiziell expandierte, und zwar in die MENA-Region, in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort ist die IOTA Foundation die erste Foundation gewesen, die eine Registrierung unter diesem neuen Regulierungssystem der Golfstaaten erhalten hat. Und vielleicht nochmal fürs Verständnis, der Abu Dhabi Global Market ist ein internationales Finanzzentrum, ganz wichtig für regulatorische Rahmenbedingungen, um in den Golfstaaten, gerade in Bezug auf Blockchain und Krypto, ja, legitim zu operieren, und deswegen ein entscheidender Schritt gewesen für die Expansion von IOTA. Auf diese Expansion in den Golfstaaten 2024 kündigte jetzt vor kurzem IOTA an, am 9.04. ein neues strategisches Programm im Bereich des RWA-Sektors einzuführen, also die Tokenisierung von realen Vermögenswerten. Diesmal aber nicht für die MENA-Region, also für den Nahen Osten, Golfstaaten und so weiter, sondern diesmal für den asiatisch-pazifischen Raum, konkret in Singapur. Und zwar heißt das Programm IOTA APEC Accelerator und wird zusammen mit dem Frühphaseninvestor Tenity gestartet. Tenity, ganz kurz, hat ein riesen Partnernetzwerk. Ziel ist es im Grunde, in diesem Partnernetzwerk Großunternehmen, Investoren mit Startups aus der Fintech-Branche zusammenzubringen, denn Großinvestoren oder auch Großunternehmen brauchen Startups, um innovativ zu bleiben, um sich auch weiterzuentwickeln, um im Grunde junge neue Technologien auszuprobieren. Andererseits brauchen natürlich auch Startups die geballte Power und die Expertise, die Mentorenschaft von großen Unternehmen. Und ich habe das hier mal für dich herausgesucht. Tenity hat wirklich starke globale strategische Partnerschaften wie UBS, SIX oder auch Investment- und Kollaborationspartner, unter anderem Visa, XRP Ledger, Franklin Templeton und so weiter. Also starke Partnerschaften in diesem Netzwerk, die da vorhanden sind. Und dieses Netzwerk bietet jetzt Tenity an, um in Kombination mit IOTA ein Accelerator-Programm zu starten. Das bedeutet, dass diese Initiative dazu dienen soll, Startups zu ermutigen, diese Technologie, diese IOTA-EVM, die jetzt ja eben kurz vor der Veröffentlichung steht, zu nutzen, um endlich RWA-Anwendungen zu bauen. Das ist ganz wichtig, damit das IOTA-Ökosystem wächst und auch die Nachfrage nach dem IOTA-Netzwerk steigt. Dazu, um natürlich das Ganze zu
zu fördern, erhalten teilnehmende Projekte, die Bewerbung hat, glaube ich, soweit ich weiß, begonnen. Die erhalten eine Förderung von 50.000 US-Dollar, werden eben durch dieses ganze Experten-Netzwerk und die Mentoren von Tenity unter anderem, die gestellt werden, beraten. Und das ganze Programm wird dann 12 Wochen gehen. Das wird im Juni gestartet, wird dann bis September 2024 durchgezogen. Und das Highlight ist dann der Demo-Tag auf dem Krypto-Event in Singapur. Das ist die Token 2049. Und ich habe mir das Event mal angeguckt. Das findet, wie gesagt, in Singapur statt im September und zählt über 20.000 Teilnehmer, über 300 Speaker und zahlreiche Sponsoren und Firmen, die dazugegen sind. Vergangene Speaker waren zum Beispiel auch Vitalik Buterin von Ethereum oder Mike Novogratz, der CEO von Galaxy. Ja, was bedeutet die RWA-Ankündigung, also dieses Beschleunigerprogramm, eigentlich für IOTA? Die Ankündigung ist Folge einer Andeutung. Und zwar hat Dominik Schiener bereits in einer KuCoin AMA Session Anfang des Jahres, also Januar 2024, angekündigt, dass es einige coole Deals geben wird in Bezug auf den RWA-Sektor. Und er hat ungefähr gesagt, ich zitiere jetzt den Artikel, wir haben sehr aufregende Ankündigungen von großen RWA-Tokenization-Deals, bei denen wir hoffentlich Hunderte von Millionen Dollar an Vermögenswerten in IOTA einbinden und diese renditeträchtigen Vermögenswerte unserem Ökosystem anbieten. Erinnere dich, RWA ist das Trendthema schlechthin. Tokenisierung realer Vermögenswerte. Zahlreiche Finanzprodukte sind ja auch reale Vermögenswerte, traditionelle Finanzen bis hin zu Immobilien oder nicht materiellem Eigentum. Und diesen Zug möchte IOTA natürlich nicht verpassen. Es ist einfach das Trendthema, auch gepusht über BlackRock, CEO Larry Fink schlechthin. Web3, DeFi, RWA-Sektor, da möchte IOTA mitmachen, denn hier stets renditeträchtige Vermögenswerte, kommt dieses Kapital in das IOTA-Ökosystem, erhöht das natürlich auch die Nachfrage, die man braucht, um natürlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Zusammengefasst für dich, IOTA hat erstmal auf der einen Seite intern technologisch versucht, da ein bisschen weiter zu kommen. Es gab tatsächlich viele Neuigkeiten, wie die Shimmer-EVM, die vor einem halben Jahr live gegangen ist. Da wurde viel getestet, angewendet. Kurze Zeit darauf später wurde jetzt die IOTA-EVM für den Public Launch ready gemacht. Wir sind kurz vor Start. Außerdem ist es so, dass IOTA nicht nur in die MENA-Region, Abu Dhabi Global Market, strategisch expandierte, sondern auch in andere kryptofreundliche Regionen. APEC-Region, ich wollte sie mal zeigen, Singapur ist einer von den Top 10 Regionen für Startups, hat sich tatsächlich 2022 beginnend von Platz 18 hochgekämpft auf Platz 8, also ein Top-Performer, was das globale Ökosystem Startup-Ranking angeht. Und es ist naheliegend, dass jetzt einfach auch die IOTA Foundation versucht, in diese Region zu expandieren. Dominik Schiener hatte auch diese Ankündigung, der strategische Fokus mit Präsenz eben in diesen Regionen bereits in einer AMA Anfang des Jahres getätigt. Und auf diese Ankündigung folgte jetzt dann im Grunde Nägel mit Köpfen hat man gemacht. Und man hat dieses Accelerator-Programm gestartet. Das ist ganz entscheidend, denn man stellt sich die Frage einfach, wie schafft man es, Anwendungen im RWA, im DeFi-Sektor zu bauen auf einem beginnenden Smart Contract-fähigen Ökosystem. Und deswegen ist die EVM-Technologie, die jetzt eben vorbereitet wurde, so entscheidend, denn es senkt die Eintrittsbarrieren für Entwickler, es erhöht die Interoperabilität zu anderen bereits EVM bestehenden Netzwerken, was natürlich einen enormen Wachstumsschub für IOTA zur Folge hätte, wenn das Ganze natürlich nochmal durch das Accelerator-Programm gepusht, gefördert wird. Hier also an der Stelle sind die externen Entwicklungen strategischerseits. Erinnere dich, IOTA ist zum Beispiel auch in vielen Arbeitsgruppen international vertreten, INAP, Bamobi und so weiter. Also das darf man überhaupt nicht in Frage stellen. Da sind die sehr, sehr gut drin, was die externen strategischen Entwicklungen angeht, auch die Expansionspläne. Dahingegen hinkt so ein bisschen der technologische Fortschritt hinterher. Aus dem Grund habe ich hier auch einen gelben Punkt markiert. Es geht jetzt darum, dass die Roadmap-Pläne wirklich endlich aufholen. Dann könnte sich IOTA
aus fundamental-analytischer Sicht ein gutes Stück nach vorne katapultieren, denn es kann endlich Kapital in Form von Smart Contracts über das Ökosystem gebunden werden, was vorher einfach weniger möglich war. Und genau, insofern bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf die nächsten Monate und ich drücke auf jeden Fall IOTA und der gesamten Community die Daumen, dass wir die Roadmap-Pläne wie erwartet durchsetzen können. So, das war's von meiner Seite aus. Ein kleines IOTA-Update über die EVM-Situation, den Roadmap-Stand und wie IOTA den RWA-Markt erobern möchte. Was denkst du? Glaubst du, dass IOTA sich tatsächlich nach vorne katapultiert, vielleicht wieder unter die Top 50 kommt in den nächsten Monaten? Hinterlass mir doch gerne deine Gedanken unter dem Video als Kommentar und ich freue mich, von dir zu lesen. Bis dahin, bleib so sehr wie ich von Krypto fasziniert. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.